Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Samsung Galaxy Active 3, was ich von Office Partner zur Verfügung gestellt bekommen habe. Warum stehe ich hier draußen? Eigentlich wollte ich euch zeigen, dass dieses Ding extrem robust ist. Denn ein Highlight, das nehme ich jetzt vorweg, es ist MIL STHD 810H zertifiziert. Was heißt das? Man soll es fallen lassen können. Ich werde es jetzt nicht machen, weil das Risiko ist mir zu groß. 1,5 Meter mit dieser Schutzhülle und ohne Schutzhülle 1 Meter. Das zweite ist, wasserdicht soll es auch sein. Und eigentlich, naja, wenn das Wetter jetzt besser wäre, würde ich es mal in den Pool legen. Wenn der Pool denn heile wäre, besser aussehen würde, lassen wir das aber. Und danach mal gucken, ob das Tablet denn noch funktioniert. Aber ganz ehrlich, mir ist so kalt. Lass uns reingehen. Oh. Den Lieferumfang finde ich übrigens richtig gut. Ein Teil habe ich jetzt nicht hier. Das habe ich auf der Arbeit, dummerweise. Aber ich habe ein Foto. Kommt jetzt hier. Es gibt sogar ein Netzteil dabei. Ein Netzteil mit Kabel gibt es doch heutzutage gar nicht mehr. Was aber auch sehr gut ist, und das kennt ihr noch von den alten Samsung-Handys. Kennt ihr das noch? Man kann es hinten aufmachen. Hammerhart irgendwie. Und hier ist der Akku. Und den kann man rausnehmen, ohne weiteres, und einen anderen Akku dann einsetzen. Der Akku, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, liegt auf den gängigen Verkaufsplattformen so zwischen 35 und 50 Euro, je nachdem, was man da gerade kauft. Ob man einen Original Samsung Akku kauft, empfehle ich natürlich, oder einen von einem Zweithersteller. Kommen wir mal eben zum Akku. Der Akku 5050 mAh reicht so für circa 10 Stunden YouTube-Videos. Ganz einfach einsetzbar, habe ich gerade schon gezeigt. Rein, Hülle wieder drauf, andrücken und fertig ist der Lack. So, was hat das Ding noch? Eine Hülle. Dann hier der typische SIM-Karten-Slot. Ihr seht hier meine SIM-Karte und eine Speichererweiterung kann man hier auch reintun. Fupp. Und man braucht nicht mal das SIM-Karten-Tool, weil man kann es mit den Fingern. Klack. Ganz einfach. Auf zu. Das alles weitere hier unten. Der USB-Anschluss. Ein kleiner Klinkenstecker. Ein Austaster. Man kommt übrigens sehr gut an die Sachen noch dran. Ja, und dann gibt es dieses Cover dabei. Beim Cover ist ein bisschen schwer, es aufzuziehen, aber funktionieren tut es. So, und schon ist das ganze Tablet einsatzbereit. Den S Pen, der übrigens auch IP68 wassergeschützt ist. Oben rein. Und dann können wir das ganze Gerät starten. Das ganze Tablet ist mit einem 4 GB RAM-Speicher ausgerüstet und somit auch relativ flüssig, was sogar Spiele angeht. Gut, es ist nicht dafür konzipiert, aber ihr seht hier keine Ruckler, großartig. Es funktioniert. Des Weiteren gibt es natürlich alle möglichen anderen Apps, die man sich über den Play Store runterladen kann. Alle weiteren technischen Daten zu dem Tablet, die erzähle ich euch jetzt gar nicht erst. Die könnt ihr auf den offiziellen Webseiten nachlesen, aber auch bei uns auf der Seite www.micha-anja.de. Da habe ich nämlich auch einen Bericht zu geschrieben. Ein weiteres Highlight dieses Tablets ist, man soll es mit Handschuhen auf der Arbeit bedienen können. Und dass das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Dazu ziehe ich jetzt mir hier mal so einen Arbeitshandschuh an.
Und ihr seht, 1A. Es funktioniert wirklich richtig gut. Webseiten kann man aufrufen oder auch, jetzt müssen wir mal eben schauen, was für die Arbeit natürlich jetzt schon wieder gut ist. Google Excel-Tabellen. Es funktioniert wirklich sehr gut mit den Handschuhen, wie ihr seht. Allerdings, und das habe ich gerade draußen festgestellt, ihr erinnert euch, wo ich draußen an unserem Superpool war, wenn man dickere Handschuhe anzieht, nehmen wir hier so ganz normale Motorradhandschuhe, dann wird die ganze Geschichte schon schwieriger. Es funktioniert zwar, aber fast gar nicht. Sagen wir es vorsichtig. Also von daher, Arbeitshandschuhe ja, Motorradhandschuhe nein. Hat man aber jetzt Motorradhandschuhe an, kann man natürlich auch den S-Pen nutzen. Und zwar, pupp, und dann kann man hier natürlich auch ganz normal mit drin rumscrollen. Ich ziehe mal eben den Handschuh aus. Der S-Pen, wie gerade schon gesagt, auch IP68 Wasser zertifiziert. Was kann man damit machen? Man kann unter anderem sich Notizen machen. Nehmen wir mal an, Anja schreibt mir wieder zu, bring noch das und das vom Einkaufen mit. Milch. Zweimal. Und Butter. Einmal. So, jetzt kann man natürlich meine Handschrift nicht unbedingt gut lesen. Ich kann es lesen. Ihr auch? Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Video anguckt auf YouTube und sich dazu Notizen machen möchte, wie hier, da war ich am Hochwasser am Tag vor Heiligabend und jetzt möchte ich hier Pegelstände 3 Meter oder wo man da gerade war, da war ich in Dahlerbrück und so weiter und so fort. Das kann man dann gleichzeitig, während das Video läuft, hier halt machen. Tolle Sache. Letztendlich das Galaxy Active Tab kann man also sehr gut für privat wie auch auf der Arbeit einsetzen. Dass man ins Internet kommen kann über die LTE-Karte, habe ich gerade gezeigt. Das Ding hat Bluetooth, WLAN, NFC, keine Ahnung was sonst noch alles. Wie gesagt, technische Daten lest bitte hier selbst nach. Da ist die Webseite vom Office Partner übrigens sehr, sehr gut. Was es nicht hat, ist 5G. Und das, sage ich mal, ist so ein kleiner Manko, weil 5G ist mittlerweile Standard. Gut, das Gerät ist jetzt nicht dieses Jahr auf den Markt gekommen, sondern, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, es gibt es schon 2 oder 3 Jahre. Dennoch, finde ich, ist es durch die erweiterbare Speicherkarte bis zu 1 Terabyte halt immer noch ganz gut. Der Preis. Office Partner sagt 374,90. Stand, ich glaube, wir haben heute den 13.01.2024. By the way, frohes neues Jahr an alle. natürlich gibt es das auch auf allen möglichen anderen Webseiten, aber da Office Partner mir das hier zum Testen zur Verfügung gestellt hat, kostenfrei, und ich darf hier voll meine freie Meinung äußern, würde ich euch empfehlen, es dort zu kaufen. Ich verdiene daran dann nichts. Würde ich das Active Tab 3 auch in meinem normalen Alltag nutzen? Definitiv ganz klares Ja. Ich werde dieses Tablet, dadurch, dass es so robust ist und auch wasserdicht ist, werde ich es öfters mal mitnehmen auf unseren Ausflugstouren. Da kann man sich mal schnell eine Notiz machen. Auch im Winter, wenn es kalt ist, Handschuhe an. Ja, nimmt man halt den Stift. Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor hat das Teil übrigens auch. Funktioniert allerdings nicht mit Handschuhen. Und Gesichtserkennung, wenn die Brille beschlagen ist, halt auch nicht. Aber dann gibt es noch den guten alten PIN-Code. Auf der Arbeit kann man es sehr gut einsetzen, wenn zum Beispiel ankommende Waren defekt sind, wenn die Kartonagen oder die Paletten aufgerissen sind. Ja, man macht schnell ein Foto, Video,
lädt es in die Firmencloud hoch. So kann der Vertrieb oder der Einkauf dann den entsprechenden Händler oder Transportdienstleister sofort darauf hinweisen. Excel, Word und alle anderen Sachen funktionieren natürlich auch hier drauf. Abschließend kann ich jetzt nur an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an officepartner.de für diesen Test geben. Ja, und ich hoffe, ich werde demnächst noch das eine oder andere Gadget, das eine oder andere Produkt, den einen oder anderen Artikel von Office Partner bekommen und euch auch vorstellen können. Und in diesem Sinne, bleibt dran. Ich wünsche euch was. Euer Micha.